Michel de Montaigne, Essay Nummer 106, Teil 2. Die Bücher haben mir weniger zur Belehrung, denn zur Übung gedient. Und wie, wenn die Philosophie in der Absicht, uns mit neuen Bollwerken gegen die natürlichen Widrigkeiten zu bewähren, unserem Geist eher deren Größe und Schwere als die von ihr vorgebrachten ausgeklügelten Argumente eingeprägt hätte, die uns dagegen fallen sollen. Denn ausgeklügelt sind sie in der Tat, und oft lenkt die Philosophie damit für nichts und wieder nichts unsere Aufmerksamkeit auf sich. Seht doch, wie selbst die am knappsten formulierenden und klügsten Autoren um ein gewichtiges Argument herum so und so viele unwichtige ausstreuen, die sich bei näherer Betrachtung als völlig haltlos erweisen. Lediglich verbale Spitzfindigkeiten sind das, die uns täuschen. Da freilich auch das gelegentlich einem guten Zweck dienen kann, will ich sie hier nicht genauer unter die Lupe nehmen. Dergleichen Sophistereien, geborgt oder nachgeahmt, finden sich selbst in diesem Buch genug an etlichen Stellen. Man sollte daher auf der Hut sein, dass man nicht aussagekräftig nenne, was nur artig gesagt ist, und dass nur Feinsinnige nicht handfest und nicht gut, was nur schön klingt. Solche Dinge kostet man besser, als dass man sie trinkt. Und wenn es nicht um den Geist, sondern um die Seele geht, so gilt erst recht, keineswegs alles, was köstlich ist, verköstigt. Wenn ich die Bemühungen sehe, denen Seneca sich unterzieht, um gegen den Tod gewappnet zu sein, wenn ich ihn auf seinem Hochseil vor Anstrengungen schwitzen und außer Atem geraten sehe, weil er im Schwanken so lang wie möglich eine feste Haltung fortzuführen sucht, könnte dies meinen Glauben an seine Größe erschüttern, wüsste ich nicht, dass er sie mit seinem Sterben mannhaft bekräftigt hat. Seine so häufige fieberhafte Unrast zeigt aber, was für ein ungestümer, hitzköpfiger Mann er von Natur aus war und auch wie hart er von seinem Gegner bedrängt wurde. Ein großer Geist spricht ruhiger und selbstsicherer. Und es gibt nicht ein Gewand für den Geist und ein anderes für die Seele. Man muss ihn mit diesen seinen eigenen Worten überführen. Demgegenüber finde ich Plutarchs Art, da abgehobener und entspannter, umso kraftvoller und überzeugender. Der Gang seiner Seele war, dessen bin ich gewiss, selbstsicherer und gleichmäßiger. Seneca, impulsiver, stachelt uns an und lässt uns hellwach hochspringen, er wirkt mehr auf den Intellekt. Plutarch, gesetzter, bildet uns auf beständige Weise weiter und stärkt so unsere Einsichtsfähigkeit. Er wirkt mehr auf die Vernunft. Jener reißt unser Urteil mit sich fort, dieser gewinnt es für sich. Desgleichen habe ich andere in noch höherer Achtung stehende Schriften gesehen, deren Urheber den Pfahl im Fleische, mit dem sie im Kampf liegen, als derart quälend und übermächtig, ja unüberwindlich darstellen, dass uns, wie wir Teil des gemeinen Haufens sind, ein ebenso großes Staunen über die Absonderlichkeit und unglaubliche Gewalt ihrer Versuchungen wie über die Widerstandskraft ergreift, mit der sie sich ihnen entgegenstemmen. Zu welchem Ende wollen wir uns mit solch hehren philosophischen Bemühungen denn abhärten? Richten wir den Blick doch einmal zur Erde, auf die armen Leute, die wir da allerorts schuften sehen, den Kopf über ihre Arbeit gebeugt. Sie wissen weder etwas von Aristoteles noch von Cato, weder von Lehrbeispielen noch von Leitsätzen, doch sie sind es, aus denen die Natur Tag für Tag
Werke der Beständigkeit und Ausdauer hervorbringt, reiner und kraftvoller als jene, die wir in der Schule so eifrig studieren. Wie viele habe ich unausgesetzt vor Augen, die ihrer Armut nicht achten, wie viele, die den Tod herbeisehnen, wie viele, die ihn ohne Aufregung und Erschütterung hinter sich bringen. Der Mann, der meinen Garten umgräbt, hat heute Morgen vielleicht seinen Vater oder seinen Sohn begraben. Selbst die Namen, mit denen sie ihre Krankheiten belegen, mildern und mindern deren Bitterkeit. Bei ihnen heißt die Schwindsucht einfach Husten, die Ruhe Bauchweh und eine Brustfellentzündung Erkältung. Und so gelassen, wie sie das Leiden benennen, ertragen sie es auch. Ihre Erkrankung muss schon sehr schwer sein, bevor sie ihretwegen die tägliche Arbeit unterbrechen. Ins Bett legen sie sich nur zum Sterben. Diese einfache und allen zugängliche Tugend ist zu einer unzugänglichen Geheimwissenschaft verkommen. Ich schrieb dies ungefähr zu der Zeit, da in unseren Kriegswirren schwere Gewitterwolken sich mehrere Monate lang über mir zusammenbrauten und mit ihrer ganzen Gewalt geradewegs auf mich zu entladen drohten. Auf der einen Seite hatte ich die Feinde vor meinem Tor, auf der anderen die Plünderer, die schlimmsten Feinde von allen. Sie kämpfen nicht mit Waffen, sondern mit Verbrechen. So erlitt ich alle Unbill des Krieges auf einmal. Von Feinden links und rechts bedroht, erschrak ich vor der nahen Not. Welch Monstrum von Krieg! Die anderen wüten gegen einen äußeren Feind, dieser gegen sich selbst. Sein eigenes Gift zerfrisst und zersetzt ihn. Er ist von so bösartiger und zerstörerischer Natur, dass er sich vor lauter Wut Glied für Glied ausreißt, bis er mit allem Übrigen zerfetzt am Boden liegt. Wir sehen, wie er viel häufiger in sich selbst zusammenbricht, als aus Mangel an Mitteln oder durch feindliche Macht. Alle Disziplin flieht ihn. Er will den Aufruhr aus der Welt schaffen und ist selber voll davon. Er will den Ungehorsam züchtigen und dient ihm als Beispiel. Zur Verteidigung der Gesetze unternommen, leistet er der Rebellion gegen die eigenen Vorschub. Wohin ist es mit uns gekommen? Unsere Arznei breitet die Ansteckung aus. So führt die eigene Medizin, der Gift, uns nun in den Ruin. Denn eine solche Kur verschärft das Leiden nur. Der Göttergunst ward uns entzogen, der Recht in Unrecht, wir gebogen. In solchen Seuchen kann man anfänglich die Gesunden noch von den Kranken unterscheiden. Dauern sie jedoch wie bei uns länger, dann befallen sie den ganzen Volkskörper von Kopf bis Fuß, kein Teil bleibt von der Fäulnis verschont. Denn nichts wird so gierig eingesogen wie der Brodem der Zuchtlosigkeit, nichts breitet sich so rasend aus und dringt so tief ins Blut. Unsere Armeen werden nur noch durch fremden Kitt zusammengehalten. Aus Franzosen lässt sich keine geordnete und zuverlässige Kampftruppe mehr bilden. Welche Schande! Disziplin ist heute ausschließlich bei den ausländischen Söldnern zu sehen. Bei uns hingegen folgt jeder seinem Kopf, nicht dem des Befehlshabers. Ihm machen daher die eigenen Truppen mehr zu schaffen als die feindlichen. Von ihm verlangt man, dass er um Zustimmung bettelt, schließlich klein beigibt und folgt. Er allein hat zu gehorchen, alle anderen sind frei und ungebunden. Mit Vergnügen sehe ich, wie viel Feigheit und Engherzigkeit in der Ehrsucht steckt, auf wie viel Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung sie angewiesen ist, um ihr Ziel zu erreichen. Doch mit Missvergnügen, wie sogar rechtschaffene und gerecht denkende Naturen, die an führender Stelle der allgemeinen Verderbnis Herr zu werden suchen,
täglich tiefer in ihren Sog geraten. Lange Zeit derartigem ausgesetzt zu sein, erzeugt Gewöhnung, Gewöhnung wiederum Duldung, ja Einwilligung und Nachvollzug. Wir besaßen der missratenen Seelen wahrlich genug, ohne dass man auch die Wohlgeratenen und Edelmütigen hätte verderben müssen. Wenn wir so fortfahren, wird schwerlich jemand übrig bleiben, dem wir die Gesundheit unseres Staates anvertrauen können, falls das Schicksal sie ihm jemals wiedergibt. Verhindert nicht, dass uns ein Heros unverweilt, o Götter, in solch schlimmer Zeit zu Hilfe eilt. Wie ist doch die alte Regel in Vergessenheit geraten, dass die Soldaten mehr ihren Befehlshaber als den Feind fürchten müssten. Und jenes wunderbare Beispiel des Apfelbaums in einem Lager des römischen Heeres, an dem der Besitzer, nachdem dieses abgezogen war, die köstlich reifen Früchte samt und sonders unberührt fand. Ich wünschte mir, dass unsere Jugend ihre Zeit, statt sie mit minder nützlichen Reisen und dem Erlernen minder ehrenvoller Dinge zu vergeuden, zur einen Hälfte darauf verwendeten, sich einen Seekrieg unter irgendeinem tüchtigen Admiral der Ritter von Rhodos anzusehen und zur anderen darauf, sich eingehend mit der Disziplin der türkischen Armeen zu befassen, denn sie unterscheidet sich in vieler Hinsicht von der unseren und dies zu ihren Gunsten. Dazu gehört zum Beispiel, dass unsere Soldaten auf Feldzügen zügelloser werden, jene hingegen zurückhaltender und folgsamer. Denn wer dort den kleinen Leuten etwas zuleide tut oder sie bestiehlt, wird in Friedenszeiten nur mit der Bastonade bestraft, im Krieg aber, von Mundraub abgesehen, mit dem Tod. Es gibt da feste Sätze. Für ein ohne Bezahlung mitgenommenes Ei sind 50 Stockschläge fällig. Für alles andere jedoch, es mag noch so geringfügig sein, wird der Missetäter auf der Stelle gepfählt oder geköpft. In der Geschichte von Selim, dem grausamsten Eroberer, den es je gab, habe ich mit Erstaunen gelesen, dass bei der Unterwerfung Ägyptens die wunderschönen, an schmackhaften Früchten überreichen Gärten rund um Damaskus, obwohl völlig offen, von seinen Soldaten nicht ausgeplündert wurden.